Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im heutigen Milka Mittwoch Video. Die Milky, die läuft hier hinter mir. Da kommt sie. Den Waldweg entlang geschlendert. Hinter mir her. Deswegen werden wir mal langsam weitergehen. Ich habe sie ja hier gut im Blick in der Kamera. Um die es heute auch, wie der Titel schon verrät, im Video gehen wird. Ich bin gespannt, wie ihr das Video findet. Ich glaube aber, es wird ganz cool, weil ihr mich ja immer gefragt hattet, mit was für einer Kamera wir filmen, mit was für einer Kamera wir vloggen und ja, was ich so empfehlen würde für gerade speziell Outdoor-Aufnahmen. Und da ist diese Kamera wirklich perfekt. Denn es handelt sich um die Insta360 One R. Das ist eine modulare Kamera. Oder was heißt modulare Kamera? Es ist eine Kamera mit einem Stecksystem. Ich werde euch das hier mal einblenden. Die wirklich super flexibel ist und super easy ausgetauscht werden kann. Also habe dann eine 360-Grad-Sicht, die ich total einfach aufs Handy übertragen kann. Aber natürlich auch auf den Computer. Die Linse kann ich austauschen in eine normale Linse, wie sie auf anderen Actionkameras auch drauf ist. Und ja, das Ganze geht super schnell und super easy. Zudem, wir testen die Kamera jetzt ja schon gut einen Monat, muss ich sagen, ist die Bedienung sehr einfach. Sie funktioniert gut, sie stürzt nicht ab, also ich bin rundum sehr zufrieden damit. Wie die Aufnahmen damit aussehen, das werden wir jetzt einmal im Action Outdoor-Gassi-Test testen. Einen eingebauten Bildstabilisator, der, wie ich finde, sehr gut funktioniert, wie ihr gerade an den Aufnahmen hier gesehen habt. Also ich habe ohne Gimbal gefilmt und ich bin gelaufen, wie ihr unschwer daran erkennen könnt, dass ich komplett außer Puste bin. Nein, Spaß beiseite. Ein bisschen außer Puste bin. Ja, aber ich denke, gerade für so Actionaufnahmen draußen, sei es, dass man seinem Hund hinterherläuft, oder, jetzt muss ich kurz stehen bleiben, oder ob man Mountainbike fährt, snowboardet, oder etwas schneller wandert oder läuft, ist das wirklich eine perfekte und sehr wichtige Funktion. Des Weiteren ist der Ton bzw. die Tonqualität natürlich auch immer sehr wichtig, wenn man draußen filmt und gerade beim Vloggen so das A und O. Ich finde, die Qualität passt hier auch. Was man machen kann, ist es, dass man noch ein externes Mikrofon anschließt. Also die Anschlüsse sind vorhanden. Man muss lediglich ein anderes Gehäuse, was nicht so mitgeliefert wird, kaufen. Aber dann ist auch der Anschluss von einem Mikrofon machbar und überhaupt kein Problem. So, wir sind wieder zu Hause angekommen, wie man unschwer im Hintergrund erkennen kann. Ich wollte euch hier noch einmal kurz die Kamera zeigen und ein abschließendes Resümee abgeben. Aktuell filme ich mit meiner alten Vlogging-Kamera, falls ihr euch wundert, wie das funktioniert, dass ich diese in der Hand habe und trotzdem filme. Genau, ganz kurz hierzu. Ich bin zum einen sehr von der Insta360 begeistert, von den Actionaufnahmen, die man damit draußen machen kann und wie schnell man das Ganze mit dem Handy verbinden kann. Das ist wirklich sehr gut. Genauso, dass man, ich zeige es euch hier gerade nochmal, diese 360-Grad-Linse super leicht gegen eine normale, ja, Action-Kamera-Linse austauschen kann. Das geht wirklich super schnell und super easy und bekommt jeder hin. Genauso wie die Verbindung mit dem Handy, die funktioniert auch wirklich sehr gut, wenn man das Ganze dann bei Instagram beispielsweise oder Facebook hochladen möchte. Genauso wie die Nachbearbeitung. Wenn man allerdings seine Videos am PC schneidet, ist das Ganze, wie ich persönlich finde, sehr umständlich. Denn man muss, also ich habe es bisher, vielleicht habe ich es auch einfach nicht geschafft und es ist möglich, ich habe es nicht geschafft,
die Kamera sowohl per Speicherkarte als auch mit Kabel mit dem PC zu verbinden und die Videos oder beziehungsweise die aufgenommenen Frequenzen direkt mit dem Computer zu verbinden. Das ist natürlich für mich jetzt super aufwendig, wenn man das Ganze erstmal in der App umkonvertieren muss und dann die Datei vom Handy auf den Computer lädt. So gesehen ist das in der Form etwas umständlich für mich, da wirklich lange Vlogs mitzudrehen, aber für kurze Action-Szenen ist die echt mega gut und ich freue mich auch schon auf die kommende Winter-Snowboard-Schneesaison und da so ein paar Action-Aufnahmen mitzumachen. Im Süßwasser ist das Ganze auch überhaupt kein Problem. Also sie ist wasserfest, vielleicht nochmal von vornherein gesagt. Allerdings habe ich mich nicht getraut, die Kamera mit ins Salzwasser auf Sardinien zu nehmen, weil man sie ja auseinanderbauen kann und dann die Kontakte doch relativ frei sind. Das soll zwar funktionieren, aber ich habe es mich nicht getraut. Also da nehme ich meine klassische Actionkamera lieber wieder im Salzwasser. Und man könnte natürlich ein Gehäuse dafür kaufen, ein komplett wasserfestes Gehäuse gibt es auch noch, aber das habe ich noch nicht gemacht. Genau, das ist jetzt so mein Resümee zu der Kamera. Also ich finde sie wirklich sehr, sehr cool. Wenn man viel mit dem Handy macht und mit dem Handy das Ganze bearbeiten möchte, ist sie wirklich richtig cool. Und ich werde euch das Ganze hier unten nochmal in der Infobox verlinken, wenn ihr da nachschauen möchtet. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, mit was für einer Kamera oder mit was für einer Actionkamera ihr so filmt. Das interessiert mich auch sehr. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao!